Meine Damen und Herren, heute sind wir in den Räumen dieses Hotels, des Campus Hotels, hier in Berlin-Dahlem, erneut Zuschauer widerwillens eines absurden Wirtschaftszirkus. Eingeladen hat die Firma Ivan, die sich als Plattform für Wirtschaftskontakte, Organisation und Durchführung von Industrie- und Technologiefachmessen sowie Wirtschaftskongressen ausgibt. Ihr Motto ist Your Economic Success. Natürlich wird der versprochene Wirtschaftserfolg ohne Unterstützung aus der Politik misslingen. Daher ist auch der Bundesverband Mittelständiger Wirtschaft dabei. Im politischen Beirat dieses Verbandes sitzen deutsche Politiker von der FDP, der SPD und der Grünen wie Wolfgang Gerhardt, Brigitte Tsipras und Cem Özdemir. Der Kassenchef in diesem Zirkus ist der Vorsitzende der iranischen Auslandsvertretung des BVMW, Herr Mir Durandich. Seine Exzellenz, Botschafter Ali Reza Shaikh Atta, soll auch nicht fehlen. Alle sind mit im Boot, außer den Menschenrechtsvertretern. Iranian Business Women Power. Nun werden auch die Frauen als Vorbahn missbraucht. Dabei wird doch das iranische Frauenleben zugunsten des deutschen Wirtschaftserfolgs verramscht. Deutsche Wirtschaftspower für die Mullah Power, damit beides blüht und gedeiht. Diese obskure Zirkusmannschaft möchte nun Unternehmerinnen die Möglichkeiten und Chancen zu Kooperationen, Investitionen und Exporten aufzeigen. Gleichgültig, wie die politische Lage im Iran ist und welche terroristische Rolle die Mullahs im Nahen Osten oder inwieweit die Mullahs mit ihren Atomambitionen nicht nur Israel, sondern die Welt bedrohen. Meine Damen und Herren, es ist eine prinzipielle ethische Frage. Wie kann Deutschland mit Mullah-Barbaren in Dialog treten, diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen pflegen, wenn diese Herren jeglichen berechtigten zivilen Protest inhuman und skrupellos niederschlagen? Die Absurdität der deutschen Wirtschaftsinteresse an Iran kennt keine Grenze. In einem Land, wo der Wert einer Frau 50 Kamele beträgt, eine Menschenrechtsanwältin wie Nasrin Sotoudeh zu 11 Jahren Haft und 20 Jahren Berufs- und Ausreiseverbot verurteilt wird, weil sie Oppositionelle vertritt, in einem Land, wo Tätigkeiten wie Diplomaten- und Richterberufe für Frauen verboten sind, wo sich Frauen aus Armut zu legalisierter Prostitution gezwungen sehen, wo Geschlechterapartheid, Zwangsverschleierung und Kleiderordnung sowie drakonische Strafen wie Steinigung, Auspeitschung und Amputationen der Finger, Hände, Augen, Beine oder Füße per Scharia-Gesetz an der Tagesordnung sind, wo 66% der Selbstmordversuche von Frauen erfolgen und 41% von ihnen dabei im Alter von nur 10 bis 19 Jahren sind. In dieser Gesellschaft wird nun für Iranian Business Woman Power geworben. Es ist eine Ohrfeige ins Gesicht der Menschlichkeit und des Anstandes. Ich bin fassungslos. Noch absurder ist, dass die deutsch-iranische Handelskammer e.V.
in einer Stellungnahme auf ihrer Webseite über Sanktionen klagt und schreibt: Wir werden uns entschieden gegen Reduzierung der Wirtschaftsbeziehungen und rufen auf zu einer sachlichen und ideologiefreien Beurteilung der Beziehungen zwischen dem Iran und Deutschland. Zitat Ende. Das heißt, das Verlangen nach Menschen- und Frauenrechten ist nicht sachlich und ideologiefrei. Es ist unvorstellbar für anständige Menschen, wo Bürgerkontakte zu westlichen Medien verboten sind und mit Todesstrafe bedroht werden, wo der normale digitale und mobile kommunikative Zugang zum Internet zensiert wird und wo etliche Journalisten, Filmemacher und Intellektuelle unter dem Vorwand der Zusammenarbeit mit der BBC verhaftet werden, sind Nokia, Siemens und andere Weltfirmen mit ihrer Überwachungstechnologie zur Stelle im Dienste der Mullahs. Wo Homosexuelle auf offener Straße hingerichtet werden, hält einer der Henker eine deutsche MP5. Es schmerzt zu sehen, wenn in einem Land, wo 14 Millionen Arbeitslose und 15 Millionen Arbeiter ohne Sozial- und Krankenversicherung leben müssen, wo viele Kinder wie Erwachsene verhungern und nicht wissen, wie sie überhaupt noch über die Runde kommen sollen, wo es Familien gibt, die seit 6 Monaten kein Fleisch auf dem Tisch gesehen haben, dort stellen am 28.09. dieses Jahres bei einer Foodmesse deutsche Investoren wie Fairtrade GmbH Company aus Heidelberg und 36 weitere Firmen auf eine Fläche von 894 Quadratmeter aus. Allein im Jahr 2010 investierte die deutsche Nahrungsmittelindustrie in Iran über 360 Millionen US-Dollar. Meine Damen und Herren, wir haben es mit einem religiös totalitären System mit faschistischen Zügen zu tun, in dem es keine Gewaltenteilung, keine Toleranz gegenüber Andersdenkenden oder anderen Religionen, keine Trennung vom Staat und Religion gibt. Können Sie sich überhaupt vorstellen, in einem Land zu leben oder arbeiten, in dem jede Bewegung, jede kritische Äußerung strafbar ist, wo sie von Kontrollen auf der Straße überrascht werden, ob Frauen sittengemäß gekleidet sind, sie sich nicht frei bewegen können, frei reden können, wo sie sogar privat keine Feiern veranstalten können. Alles, wirklich alles läuft unter der Kontrolle des Staates. Was kann man tun? Iran braucht Deutschland, aber Deutschland braucht den Iran nicht. Je länger das iranische Regime am Leben bleibt, desto mehr Menschen- und Frauenleben wird es kosten. Die deutschen Politiker mit ihrer Wirtschaftspower tragen Mitschuld für die fortdauernde Bestialität im Iran. Sie tragen Verantwortung dafür und machen sich noch mehr schuldig, je länger sie die Mullahs unterstützen. Die Barbarei im Iran muss endlich ein Ende haben. Um sie zu stoppen, rufe ich alle westlichen Länder, insbesondere die deutsche Regierung, zum weitreichenden wirtschaftlichen und diplomatischen Boykott gegenüber dem Iran auf. Das setzt aber Mut und starken moralischen Willen heraus.
Erfahrungsgemäß zeigt sich aber, dass sich Wirtschaftsinteressen nicht mit den Menschenrechten vereinbaren lassen. Dabei sind die deutschen Regierungen Vorreiter solcher Unvereinbarkeiten. Nicht nur heute, sondern auch in der Vergangenheit. Siehe Libyen, Syrien, Ägypten, Marokko, Tunesien, Algerien etc. Hören Sie auf, die Menschenrechte auf deutschen Basaren auszuverkaufen. Denken Sie an die Zukunft. Es wird der Tag kommen, an dem das iranische Volk sein ruiniertes Land auch ohne deutsche Wirtschaft wieder wird aufbauen können. Denn es wird nie vergessen, dass es, als es Hilfe brauchte, von deutschen Regierungen im Stich gelassen wurde. Und das seit 32 Jahren. Nieder mit der Appeasement-Politik, nieder mit der Islamischen Republik, nieder mit der Islamischen Republik, nieder mit der Islamischen Republik.